Und dementsprechend sage ich auch, zweiter Platz haben wir heute erreicht. Das ist auch natürlich richtig gute Leistung, wenn man sieht, welche Mannschaften hier waren. Nämlich auch Bielefeld, auch Fortuna Köln, wir Meppen, wie die alle heißen. Und ich denke, dass wir auch gezeigt haben, dass wir auch letztes Jahr verdient das Titel gewonnen haben. Ja, sportlich denke ich, wenn man Erster wird, hat man alles richtig gemacht. Für uns war es eine absolute Abwechslung, weil wir zu Hause nicht viel machen konnten. Wetter ist schlecht. Und da haben wir es gerne mitgenommen und wir sind auf dem Weg gewesen, weil wir eh nach Köln heute Abend fahren zum Flughafen und fahren dann ins Trainingslager oder wir fliegen ins Trainingslager. Ja, ich glaube, wir haben ein vernünftiges Turnier gespielt. Das ist eine schöne Abwechslung und wir kommen hier sehr, sehr gerne nach Gummersbach. Wir sind ja mittlerweile schon fast Dauergast hier. Ich glaube, die Mannschaft hat sich gut präsentiert und wir hatten vor allen Dingen ein sehr, sehr spannendes Halbfinale. Am Ende hat es leider nicht gereicht für den Einzug ins Finale. Aber es ist dann schon irgendwo versöhnlich, wenn wir zumindest noch was mitnehmen mit dem dritten Platz. Ja, ich war das erste Mal dabei. Hat Spaß gemacht, keiner hat sich verletzt. Wer die Tore letztendlich macht, ist vollkommen egal. Dritter Platz ist auch gut. Jetzt haben wir auch als Titelverteidiger hier angetreten, wollten wir auch Titel wieder gewinnen. Hat nie geklappt, aber denke auch, das ist richtig gute Leistung, wenn man wieder ins Finale steht und knapp nach 9 Meter verliert. Ne? Glück gehört auch dazu, bei 9 Meter war nicht auf unserer Seite. Aber dementsprechend mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Auch dazu sage ich auch gerne, dass keiner von unseren Spielern sich verletzt hat. Und dementsprechend ist das sehr wichtig. Wir fliegen morgen nach Portugal und mit allen können wir ab morgen wieder weiter Gas geben und uns vorbereiten für die Rückrunde.